Ja, das war eine unglaublich großartige Ankündigung. Ich versuche mal, ob ich das noch irgendwie wieder rausreißen kann. Okay, vielen Dank. Genau, ganz richtig. Wie gerade schon angekündigt, will ich euch heute ein bisschen was über Auktionen erzählen. Ja, ich bin der Quoten-BWLer, der heute hier was erzählt. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel mit Naturwissenschaft zu tun, aber ich erzähle euch zumindest mal ein Thema, was euch tatsächlich auch betrifft und was ihr live wahrscheinlich jeden Tag seht. Nämlich, ich werde euch so ein bisschen erzählen, wie das, was ihr am Rechner macht, nämlich wenn ihr Videos schaut, egal wo, wenn da eine Werbung gezeigt wird, wie eure Aufmerksamkeit versteigert wird und wie andere Leute, gerade Werbeleute, die ersteigern können. Ich habe das im Rahmen meines MBAs, wie gesagt, der Abschlussarbeit, habe ich mich damit ein bisschen genauer beschäftigt, weil es mich ehrlich gesagt persönlich interessiert hat. Denn da verdienen irgendwie Leute mit meinen Augenbällen irgendwie Geld und ich wollte wissen, was da passiert. Also, das wird heute, wie gesagt, Thema des Vortrags. Thema Internet, wisst ihr alle, ist so für alle, das von der Wahrnehmung her so ein Ding, das ist kostenlos, da komme ich irgendwie überall an alles immer kostenlos ran. Das kennt auch jeder, der irgendwie auf YouTube unterwegs ist, der weiß, alle Videos, die ich da sehe, sind auf jeden Fall irgendwie mal kostenlos zur Verfügung. Aber wenn die Videos ja irgendwo liegen und gestreamt werden und irgendwie abgerufen werden, dann entstehen da Kosten. Das muss also am Ende des Tages irgendjemand bezahlen. Und da kommt leider dann meistens doch die Werbung ins Spiel. Wir mögen sie zwar alle nicht besonders gut leiden, aber sie ist es dann am Ende, die dafür bezahlt. Und in der Werbung ist es so, dass es da immer jemanden geben muss, der Geld dafür ausgibt. Und gerade im ganzen Bereich Bewegtbild, also irgendwie Video, liegt es natürlich nahe, dass wir uns die Unternehmen suchen, die ganzen großen Marken, die eigentlich normalerweise im TV Werbung betreiben. Jetzt haben wir da aber ein kleines Problem, weil im TV gibt das ja per se mal angenommen sehr gute Qualität von dem, was man dort sieht. Das ist im Gegenteil im Internet nicht so ganz so. Da haben wir eine unfassbar große Anzahl an nicht wirklich qualitativ hochwertigen Inhalten und eine relativ begrenzte Anzahl von sehr guten Inhalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Sportartikelhersteller seid, dann wollt ihr euch gerne vor sowas sehen. So ein mega geil aussehen, HD-Video auf einer geilen Seite und das sieht toll aus. Gibt es zwar ein paar Seiten, gibt auch ganz schöne Videos, aber nicht so viele. Wovon es jede Menge gibt, ist das. Hat vielleicht mit dem Thema so ein bisschen was zu tun. Saskia, entschuldige mich wegen dem Katzenfoto jetzt, du hattest vorhin auch Katzen. Davon gibt es leider viel zu viel, nur leider möchte sich ein Werbekunde da gar nicht so richtig in dem Bereich treffen. Bedeutet aber, wir haben eine ganz besondere Marktsituation, die wir in der normalen Wirtschaft eigentlich gar nicht so kennen. Und zwar haben wir einen sogenannten Nachfragemarkt, das ist so ein typisches BWL-Wort. In einem Nachfragemarkt ist die Nachfrage nach einem Gut sehr viel größer als das Angebot. Ihr lebt alle in einer Welt, wo das komplett andersrum ist. Ihr geht in den Supermarkt und da gibt es 50.000 Produkte, die ihr nicht braucht. In einem Nachfragemarkt gibt es ganz viele Leute, die etwas Bestimmtes haben wollen, wovon es nur eine begrenzte Menge gibt. Und diese begrenzte Menge sind die verfügbaren guten Videos. Das wird im Fachjargon dann als Videoinventar bezeichnet. Das Schöne an so einer Nachfrage, in so einem Nachfragemarkt ist, dass derjenige, der das Ganze verkauft, eine recht gute Position in dieser ganzen Verhandlung hat. Er kann sich nämlich relativ gut auf den Preis einschießen und den nach oben treiben. Und da wird das ganze Thema nämlich auch spannend. Nämlich die Frage danach, wie komme ich denn eigentlich auf so einen Preis? Und das war mein Ansatz, warum ich mit dem ganzen Thema mich in der Forschung auseinandergesetzt habe. Nun ist es so, dass im TV die Preisfindung für eine TV-Werbung super einfach ist. Ihr habt garantiert alles schon mal die Einschaltquote gehört. Das ist eine Größe, die hat sich gefühlt seit 30 Jahren keinen Meter nach vorne bewegt. Da sitzen immer noch die gleichen Leute, die das planen. Die sind alle mittlerweile alt und runzelig und verkaufen den Kram immer für das Gleiche. Da sitzen 7 Leute vorm Fernsehen und ich hoffe, dass ich mit meinem 20-Minuten-Werbespot irgendeinen von euch treffe. Die Chance ist relativ gering. Jeder hat sich schon mal geärgert, warum er jetzt gerade in seiner Folge Breaking Bad eine Ariel Color-Werbung bekommt. Das ist tatsächlich das größte Problem. Im Internet ist aber ein bisschen was anderes und das werden viele von euch aus dem Alltagsgebrauch wissen, denn man kann euch ja sehr genau finden. Ihr hinterlasst Spuren, wenn ihr irgendwo mal auf Zalando wart und danach auf eine andere Seite gewesen seid, wisst ihr, wie euch das verfolgt. Ihr könnt also sehr genau gefunden werden und da ist es spannend. Jetzt bin ich aber, wie gesagt, der Verkäufer von so einem Videokontakt und weiß, dass ich denjenigen genauso finden kann. Ich habe also ein wirklich sehr wertvolles Gut. Nur wie kriege ich jetzt die Leute dazu, darauf tatsächlich einen bestimmten Preis abzugeben? Und da kommt die Auktionstheorie ins Spiel. Die Auktionstheorie, Auktion vom lateinischen augere, für sich erhöhen, wissen wahrscheinlich die meisten, was Auktion ist, ist ein Teil der Spieltheorie. Die Spieltheorie ist bei uns in der VWL, BWL ein Megathema. Das ist eine mathematische Methode zur Beschreibung von Konfliktsituationen, in dem der Erfolg des Einzelnen nicht nur von seiner eigenen Handlung, sondern von der Erfolg von der Handlung von anderen abhängig ist. Sehr definitorisch, sehr langweilig bedeutet, da sind mehrere Parteien, die miteinander reden und die irgendwie sich auseinanderklamüsern was wollen.
Dementsprechend geht es in dieser Auktionstheorie also darum, wie können diese beiden Parteien miteinander reden. Und das oberste Ziel dort drin ist herauszufinden, was die maximale Wertschätzung eines Kunden für ein bestimmtes Gut, also für diese Videowerbung ist. Und das heißt nichts weiter als, was ist derjenige, der die Werbung schalten will, tatsächlich am Ende des Tages bereit dafür zu zahlen, heißt es auf Deutsch übersetzt. So, in der Auktionstheorie habe ich mir angeguckt, da gibt es für quasi jedes handelbare Gut irgendwie eine bestimmte Auktion. Ich habe herausgefunden, dass es für diesen ganzen Werbungsbereich eigentlich nur zwei Auktionen gibt, die für uns von relevant sind. Und das sind, die haben zwei wunderschöne englische Namen. Zum einen die First Price Auction, wenn ihr die gerade seht, und die Second Price Auction. Könnt ihr direkt wieder vergessen, die Namen braucht kein Mensch. Die First Price Auction werden die meisten von euch kennen als sogenannte englische Auktion, denn da kommt sie auch her. Das seht ihr auf dem Bild auch ganz schön. Englische Auktion kennt ihr von Sotheby's und Christie's, diese Auktionshäuser in London. Da sitzen also 50 Leute in einem Raum. Es gibt irgendwas zu ersteigern. Die heben die Arme hoch, der Preis geht nach oben. Jemand sitzt mit einem Klärschläger und Hammer vorne und schlägt den Preis irgendwann fest. Am Ende des Tages gewinnt der, der das höchste Gebot abgegeben hat, und der muss auch diesen Preis am Ende des Tages auch bezahlen. Second Price Auction funktioniert im Grunde ganz genauso, gibt mehrere Durchgänge, man bietet was. Das kennt ihr aber alle von eBay. Denn dort ist es nicht so, dass man am Ende des Tages, selbst wenn man Höchstbietender ist, den Maximalpreis bezahlt, sondern bezahlt nur den zweithöchsten Preis. Ich habe garantiert alle schon mal bei eBay was versteigert, oder? Oder gesteigert, also ihr kennt das Prinzip. So läuft es da ab. Auch da ist das Thema, ich versuche wieder in eine Situation zu kommen, wo jeder den maximalen Gewinn aus dieser Sache zieht. Das heißt, dass wir nennen das in der VWL dann Effizienz bei maximaler Wertschätzung. Wenn derjenige das Ding kauft, der das meiste Geld dafür ausgeben will, ist das Ding effizient. Und wenn ich, der ich meinen Videokontakt verkaufe, das meiste Geld davon rauskriege, ist das auch effizient. Gut, genug Theorie, ist ein bisschen langweilig, aber was spannend ist, ist der ganze praktische Teil. So sieht das Ding also nachher aus, wenn das praktisch funktioniert. Ich muss euch das zeigen, sonst lässt sich schwer erklären. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Video startet und ihr drückt auf Play, achtet mal darauf, die erste halbe Sekunde seht ihr dieses langweilige Bufferrad. Das bedeutet aber nicht, dass eure Internetverbindung gerade so langweilig ist, sondern es passiert genau das. Es wird eine Auktion mit euch quasi abgehalten. Was passiert ist, dieser Videoplayer nimmt sich eure gesamten Daten, die ihr so auf eurem Rechner habt, Cookies, wo wart ihr zuletzt, Zalando oder der hat irgendwie nach einer Sporthose gegoogelt, alles klar, nimmt das und gibt das an einen Werbeserver. Dieser Werbeserver bereitet das alles schön auf und eröffnet dann eine Auktion. Nun sind da nicht Menschen in einem Raum, könnt ihr euch vorstellen, das passiert alles in ein paar Bruchteilen von Sekunden, das sind also alles Maschinen, die miteinander reden und da laufen auch nicht mehrere Auktionsdurchgänge, sondern das passiert nur einmal. Diese Auktion wird also gehalten und ihr seht es, ich habe hier an den Farben und in den Zahlen mal illustriert, da werden also drei Gebote abgegeben, einer gewinnt das Gebot, der dafür den Euro 10 und das gibt den Werbeserver weiter und strahlt dann diesen Werbespot aus. Davon bekommt ihr nichts mit, das passiert in 500 Millisekunden, aber im Grunde seid ihr da gerade versteigert worden. Dann ist jetzt die Frage, und damit habe ich mich dann beschäftigt, wenn es doch in diesem Moment passiert, welche Auktion ist denn dann da die richtige? Weil ich hatte ja vorhin gerade diese zwei Auktionsarten angesprochen und da lässt sich feststellen, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Wenn wir in dieser Auktion sind und ihr seid jetzt dieser eine ganz bestimmte Typ, der auf dieser Snowboarding-Seite war und vorher bei Zalando irgendwie nach einer Skihose gesucht hat, dann seid ihr schon ziemlich spezifisch findbar und es gibt jede Menge Leute, das werdet ihr kaum glauben, die sich dafür interessieren, euch ihre Werbung zu zeigen. In dem Fall ist es also sinnvoll, diese englische Auktion laufen zu lassen. Das heißt, möglichst viele Leute sind dabei, die bieten alle einen unglaublich hohen Preis und am Ende des Tages muss derjenige, Nike muss am meisten dann bezahlen und gibt den höchsten Preis ab. Sind aber nicht ganz so viele Leute an dieser Auktion beteiligt oder ihr habt vielleicht jemanden, der immer wieder zu euch kommt und immer wieder Werbung schaltet, dann möchte ich dem ja vielleicht einen kleinen Bonus dafür geben, weil ich weiß, warte mal, mir sind alles irgendwie Snowboard-Fans und da kommt jemand, der will immer wieder seinen Spot zeigen, also lasse ich ihn immer noch gewinnen, indem er das höchste Gebot abgibt, aber, wie bei dem eBay-Prinzip, er muss nur den zweithöchsten Preis bezahlen. Ich gebe ihm also, wie gesagt, so einen kleinen Bonus. Auch hier ist wieder das Ziel, die größtmögliche Effizienz hinzukriegen, dass beide Seiten glücklich sind. Und wenn das tatsächlich klappt, wenn am Ende des Tages ihr einen Werbespot seht, der nicht Ariel Color ist, sondern idealerweise auf der Snowboard-Seite für irgendeinen Sportartikelhersteller ist, dann haben wir sogar drei Gewinner. Nämlich zum einen den Videoproduzenten selber, der das Maximale an Kohle rausgeholt hat, was er rauskriegen konnte mit diesem einen Werbekontakt. Wir haben einen Werbekunden, der glücklich ist und weiter Geld ausgibt, denn da wollen wir ihn ja hinkriegen. Denn er hat euch mal direkt gefunden und hat nicht diesen dämlichen Streuverlust, den er im Fernsehen hat. Und hoffentlich seid ihr der dritte Gewinner, denn ihr seht keine Ariel Color Werbung, keine schrottige Werbung, sondern irgendwas, was euch gefällt. Vielen Dank. Wahnsinn! Robert Günther. Ich bin nicht sicher, ob mich das beruhigt hat, aber es war tatsächlich extrem interessant.